willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von mir. Das ist total witzig, weil bis vor einem Jahr habe ich unbedingt neue Kopfhörer gebraucht. Und irgendwie habe ich jetzt irgendwie die letzten Monate ziemlich viele zugeschickt bekommen oder irgendwie irgendwo auf irgendwelchen Events erhalten. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch heute gerne ein sehr schönes Exemplar vorstellen. Und zwar sind das diese Kopfhörer. Die sind von Red Hat. Das ist eine relativ junge, neue Firma aus Glasgow in England und die möchte ich euch jetzt gerne gleich vorstellen. Das ist also das Modell SA950i und wir packen jetzt mal die Kopfhörer hier raus. Also man sieht schon oder man spürt schon anhand der Verpackung, sie sind sehr, sehr leicht. Also es wiegt quasi gar nichts. Und jetzt gucke ich mal, wo man das hier öffnet. Das sieht aber eigentlich ziemlich einfach aus, weil hier oben, glaube ich, kann man das einfach mal hier so, genau. Okay, wenn es jetzt funktionieren würde. Ah, okay. Das will nicht so recht. Gut, dann etwas radikaler. Dann machen wir es doch anders. So. Ach, so. Ich weiß nicht, ob es immer nur mir geht, aber irgendwie habe ich immer Probleme, irgendwelche Technik-Sachen aus ihren Verpackungen zu holen. So. Das können wir ja schon mal beiseite tun. Also man sieht, es ist alles eher jetzt etwas günstiger verpackt, was ich aber gar nicht schlimm finde, weil manchmal hast du wirklich Verpackungen mit irgendwie zig Tonnen an Plastikzeug, was sowieso alles weggeworfen wird. Und das finde ich eigentlich total nervig. Von daher ist mir das eigentlich lieber, wenn das eher sowas günstigeres ist. Und jetzt sieht man hier direkt mal die Kopfhörer. So sehen sie aus. Mal schauen, was hier noch dabei ist. Aha. Ein Kabel. Ah, ich glaube, ich stelle mich gerade zu blöd an. So, ach, ich mache das jetzt einfach so, jetzt wirklich radikal, weil die Verpackung brauche ich sowieso nicht mehr. Und dann hier noch etwas. So, das müsste der... Ach nein, das ist keine Garantie, sondern das ist der... Gebrauchsanweisung. Eine Kurzgebrauchsanweisung. Natürlich auf Englisch nur. Oder? Ist sie auch auf Deutsch? Doch, auf Deutsch auch. So. Oh, jetzt habe ich die Kopfhörer in der Hand und sie wiegen wirklich nichts. Also, es ist einfach mal gar nichts. Ich habe eben nachgelesen, es sind 104 Gramm. Das ist fast nichts. Dann haben wir hier ein schönes Kabel, was man direkt an seinen iPod, iPad oder iPhone befestigen kann. Mit Lautstärkereglern. Und so sehen die Hörer also aus. Also sehr dezent, schick, edel. Gibt es leider nur in Schwarz, hatte ich auch extra gefragt. Gibt es leider nicht in Weiß. Und dann an meinen iPod dran. Und ihr seht, das ist eigentlich sehr, sehr gut verstellt. Also man kann wirklich das nicht so einfach mal gerade rausziehen. Genauso auch hier nicht. Und werde ich jetzt einfach mal anziehen und testen. Hier drin steht ja schon rechts und links, also wirklich, damit es jeder auch weiß. Fühlt sich auf jeden Fall auf den ersten Blick sehr gut an. Sitzt bequem, aber wir wollen natürlich den Musiktest mal ausführen. Bedienung funktioniert auch tadellos. Sitzt. Hält sehr gut. Ich höre so gut wie nichts, was jetzt hier um mich rum ist. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit den Red Hat Kopfhörern.
Die gibt es unter anderem bei Amazon.de und auch im Apple Store für, jetzt muss ich nachgucken, 59,95 Euro. Ich finde, das ist ein Preis, der absolut völlig in Ordnung ist und nicht überteuert oder günstig. Dafür bekommt man wirklich sehr hochwertige Kopfhörer, die einfach mal mega stylisch aussehen. Ich finde, fast sogar noch schöner sind für Frauen als für Männer, weil die einfach so schön klein sind. Ne? Das sind jetzt mal nicht so diese typischen Riesendinger, die man sonst überall sieht. Und die sind einfach wirklich total leicht, wiegen überhaupt nichts, passen auch überall in jede Handtasche rein. Ich finde die echt super. Ich werde sie auf jeden Fall mitnehmen und tragen und nutzen. Und ich hoffe, ihr bald auch. Bis dann. Wiedersehen.